Hallo und herzlich willkommen hier bei einem komplett neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Diablo 3. Diese wahrscheinlich ersten 5 Folgen, die das jetzt werden, habe ich schon mal durchgespielt, auch mit einem Zauberer. Da aber die Aufnahmequalität total fehlgeschlagen ist, also es ist nicht wirklich anschaubar, muss ich diese Teile nochmal durchspielen. Die kenne ich also schon. Ab ungefähr Folge 6 seid ihr dann frisch dabei, wenn ich das erste Mal dieses Spiel durchspiele. Und zwar habe ich mich für einen Zauberer entschieden, da ich schon immer irgendeine Fernkampfklasse gespielt habe. Also immer entweder irgendwas in Richtung Magier oder Jäger oder so. Hier gibt es jetzt auch noch die Dämonenjäger. Aber ich dachte, ich probiere das hier mal mit der Zauberin aus. Ganz einfach aus dem Grund, weil mir die Effekte besser gefallen. Okay, dann starte ich auch mal direkt das Spiel. Akt 1, der gefallene Stern, auf Schwierigkeit normal. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen. Und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll. Um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Das Schicksal zu erfüllen, das sie ruft. Das kann manchmal ganz schön... Es stinkt hier nur so nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. So viel Hoffnung auf einem liegen. Okay, ich habe hier links die Lebensanzeige, rechts die Arkankraft, die ich für Spells verbrauche. Auf der linken Maustaste habe ich das magische Geschoss. Der ist kostenlos, es ist ein Kernzauber. Ihr feuert ein Geschoss aus magischer Energie ab, das 125% Waffenschaden als Arkanschaden verursacht. Und hier auf der rechten Maustaste habe ich den Stabschuss, der nur 2 bis 3 Schaden verursacht. Hier auch nochmal sagt der Vergleich. Das ist mein Kernzauber, dieses magische Geschoss. Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem Stern, der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Genau, das ist das magische Geschoss und das hier ist mein Stabschuss. Der einfach mal sehr unspektakulär ist. Aber er geht natürlich erstmal seinen Zweck. Wachen, öffnet das Tor! Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Das Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Sonderlich gastfreundlich hört sich das eigentlich gar nicht an. Gehen wir mal direkt rein. Da steht sie. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich.
Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten... Oh, er hat direkt ein Level ab. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Und hier habe ich auch direkt die nächste Fähigkeit gelernt. Sondern Froststrahl. Für die rechte Maustaste den Stabschuss würde ich ersetzen. Feuert einen Strahl aus Eis in eure Blickrichtung, der dem ersten Gegner, auf den er trifft, 280 Waffenschaden als Kälteschaden hinzufügt und seine Bewegungsgeschwindigkeit 4 Sekunden lang um 60% reduziert. Das klingt sehr nett, das nehmen wir direkt mal mit. Es kann ja nie schaden, wenn man irgendwas direkt schon mal langsamt, dass es verlangsamt, dass es gar nicht an einen rankommt. Ich habe mir gedacht, ich mache das so, wenn hier irgendeine Quest ist oder sowas in der Richtung, dann bin ich ganz still und lasse die NPCs reden, damit ihr das auch mitbekommt und halte mich dann einfach mal zurück. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwürgen. Sie greifen die Barrikaden an! Die scheußlichen Mütter. So, das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Übrigens hier, oh, hier ist direkt eine Stoffhose gedroppt. Diese rote Kugel, durch die ich gerade durchgelaufen bin, die regeneriert wieder, regeneriert mein Leben. Die fallen lassen die Monster sowohl fallen, während ich sie bekämpfe, als auch wenn ich sie kille. Also nicht immer alle, das ist sogar ein bisschen nach Zufall. Aber kann definitiv lebensrettend sein. Und neues Wissen habe ich hier unten. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Da ist noch eine. Also ich finde den Strahl gar nicht mal schlecht, so für den Anfang. Jetzt kann ich aber auch direkt mal gucken, was ich hier falsch, was ich hier so bekommen habe. Erstmal was anziehen. Das ist hier so ein bisschen Unterschied zu anderen Spielen. Ich kann hier zum Beispiel als Magier auch diese Einhandaxt tragen. Ich bin nicht unbedingt nur auf Stäbe und sowas festgelegt. Aber natürlich gibt es auch bestimmte Klassen, die nur bestimmte Waffen tragen. Das sollte den Angriffen ein Ende setzen. Zumindest vorerst. Jetzt muss ich die Königin der scheußlichen Mütter töten. Die müsste ich hier finden, da kommt sie. Ich bin jetzt noch besser. So, ein Schockimpuls.
Nein, da bleibe ich bei den magischen Geschossen. Jetzt geht's erstmal hier über den Wegpunkt wieder zurück nach Neu-Tristram. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Und Lea hat direkt die nächste Quest für uns. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. So, wir brauchen jetzt also den Schlüssel. Und nehmen direkt mal den Wegpunkt, um wieder zurück in die alten Ruinen zu kommen. Hier ist das Tor. Lass mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Und wie ist das mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Sehr versteckte Keller. Ich glaube, eure Mutter hatte mehr Geheimnisse, als euch bewusst ist. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihnen nie geglaubt. Und da war ein blauer Gegenstand bei. Handschuhe mit erhöhter Angriffsgeschwindigkeit. Den Dolch kann ich mir noch nehmen. Und somit habe ich jetzt erstmal alles ausgerüstet, was mir was bringt. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich durchsuche die Kathedrale. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Hier oben zeigt ein Pfeil in Richtung Norden. Wohin auch immer er aufgebrochen ist. In Richtung der Kathedrale. Die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Ja, ich weiß, dass ich einen leeren Ausrüstungsplatz habe. Sogar mehrere, aber momentan habe ich nichts, was da reinpassen würde. Dies ist also die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern ist hier irgendwo. Auf in die Kathedrale, Ebene 1. Der Ort sein, an dem der Stern niedergegangen ist. Der Krater ist von einem Ort seltsamer Magie. Sieht auf jeden Fall echt klasse aus, ne? Also wie gesagt, diesen Teil kenne ich schon. Deswegen kenne ich auch, dass man hier die Kronleuchter runterfallen lassen kann. Nehme ich doch auch gerne mit. Bewegungsgeschwindigkeit und Sammelradius erhöht. Mach dann an und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Wir müssen das
hinweisen auf Deckard Kane, auf Leas Onkel. Ich werde noch mächtiger. Und da bin ich noch mächtiger geworden. Und habe einen neuen Skill gelernt. Frost Nova. Ihr überzieht Gegner in der Nähe mit einer Eisexplosion, die sie 3 Sekunden lang einfriert. Ein Skill, der auf der Taste 1 liegt. Schockimpuls. Schockimpuls hatte ich doch schon bekommen. Ja gut. Insofern ist das hier fast schon wieder neu für mich, weil ich natürlich extra der Effekt des Überpulsen überall, wo ich langlaufen musste. Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Orientierungssinn. Wenig, dennoch wirklich übertrieben. Ein neuer Rekord. Ich habe 16 Monster hintereinander gekriegt. Mehr Arkankraft. Ich brauche Arkankraft. Und 19 habe ich den Rekord direkt nochmal gebrochen. Jetzt einfach nur hier unten in der Richtung weiter. Ich will mich nicht verwandeln! Vielleicht geht's in dieser Richtung hier weiter. Genug Arkankraft. Okay, nein, da oben komme ich her, dann wohl eher hierher. Diese Schatzsucher hier, die verlieren Unmengen an Gold, rennen aber weg, wenn man sie angreift. Also es ist manchmal ganz schön tricky, die zu bekommen. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Och, warum? Kann doch sein. Hier geht's auch nicht weiter. Hier sind wir richtig. Hier blinkt jetzt, pulsiert es auf der Karte. Hier geht es jetzt zu Leoriks Korridor. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Skelett?
des gefallenen Sterns hat mich entdeckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Okay, das blaue Leuchten hätte ich damit schon mal gefunden. Den blauen Krater. Kane! Ich werde euch retten! Verschwindet, ihr Monster! Ich habe nicht genug Arkankraft. Eine neue Stoffhose, die aber tatsächlich schlechter ist als das graue Ding, was ich hier anhab. Das ist also Leas Onkel Deckard Cain. Dann rede ich jetzt direkt mal mit ihm. Ah, hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Das Glück ist euch hold, alter Mann. Ich bin hier, um euch zu Lea zurückzubringen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Auf in den Garten der Kathedrale. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Und wieder zurück nach Neu-Tristram. Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckard Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. So, und das ist jetzt hier, wie ich finde, ein ganz guter Zeitpunkt, um diese erste Folge Let's Play Diablo abzuschließen. Wir haben jetzt immerhin schon mal Leas Onkel gefunden, der uns sicherlich das ein oder andere über diesen Krater erzählen kann. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge Let's Play Diablo 3. Bis dahin.